Wir sagen guten Morgen nach London, Melanie C. Guten Morgen. Guten Morgen. Das klappt doch schon mal gut, sehr schön. Ihr aktueller Song Who I Am ist sehr persönlich, ist sehr außergewöhnlich, weil eben so ehrlich. Worum geht es? Genau. In diesem Song geht es darum, sich selbst zu akzeptieren, und zwar bis zur letzten Konsequenz. Das ist wirklich eine ganz interessante Reise, die ich selbst unternommen habe. Begonnen mit den Spice Girls und dann als selbstständige Künstlerin. Und letztes Jahr bei einer Show mit den Spice Girls hatte ich wirklich Zeit, über mich selbst zu reflektieren. Und ich habe die Schlussfolgerung gezogen, ich musste Sporty Spice gar nicht erst werden. Ich war immer schon sportlich und ja, das bin ich. Ja, in dem Song geht es um wirklich ernste Themen, Depression, es geht um Essstörung. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Ja, das liegt natürlich eine weite Zeit zurück, als ich begonnen habe, über diese Themen zu sprechen. Ich war wirklich jung und auch verletzlich damals. Und was wirklich wichtig ist, ist, dass ich, das habe ich über mich selbst im letzten Jahrzehnt gelernt, dass man einfach ehrlich sein muss, Themen wie psychische Gesundheit, wie man sich selbst fühlt. Und das kann anderen wirklich helfen. Das ist manchmal schwierig, dem ins Auge zu sehen, aber ich bin glücklich, dass ich mich dazu entschieden habe. Sie waren im vergangenen Jahr ja noch mal unterwegs auf Tour mit den Spice Girls. Und da hat ja jeder wirklich was erfüllen müssen oder was erfüllen wollen. Hat sie ihr Image als Sporty Spice unter Druck gesetzt? Ja, das hat mich unter positiven Druck gesetzt, könnte man sagen, denn das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung. Und ich dachte, ja, das ist vielleicht das allerletzte Mal, dass ich als Spice Girl auf der Bühne stehe. Und wir haben natürlich in so großen Hallen gespielt, wir haben Unmögliches wahrgemacht und ich wollte wirklich, dass das natürlich das größte Comeback von Sporty Spice gibt, das es jemals gab. Und ich habe natürlich viel trainiert und habe diese Show wie so eine Art Olympische Spiele wahrgenommen, auf die ich mich vorbereitet habe. Aber ich hatte sehr viel Hilfe, Ernährungsberatung, Personal Trainer. Ja, es ging mir richtig gut und ich war wirklich fit, habe mich wirklich wohl gefühlt und ja, super sportlich. Aber trotzdem muss man das natürlich auch selber mitbringen. Sie sind ja wahnsinnig sportlich, können wir uns auch noch mal anschauen hier in diesem Video, was Sie da für akrobatische Kunststücke teilweise vollführt haben. So einen Flickflack, wie wir ihn hier sehen, kriegen Sie den heute auch noch hin? Eine ganze Weile habe ich das nicht mehr gemacht, da muss ich jetzt ehrlich sein. Das liegt tatsächlich in der Vergangenheit. Aber ich bin immer noch sehr energetisch auf der Bühne, energiegeladen. Ich renne da wild rum auf der Bühne, genau. Jetzt haben wir gerade, oder müssen Sie durchleben, die Corona-Zeit. Was tun Sie, wie fühlen Sie sich, wie halten Sie sich fit? Das ist ganz schön schwierig. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber ich denke, so geht es jedem derzeit. Und man muss sich motivieren. Ja, man darf Sport treiben hier in Großbritannien. Also kann ich mich aufs Fahrrad setzen, losfahren. Oder ich kann auch online zu Hause trainieren. Da gibt es sehr gute Anleitungen für Yoga und Fitness, Meditationen. Und an anderen Tagen fühle ich mich einfach nicht danach, dann ruhe ich mich aus. Und genau, wir müssen auch Homeschooling machen, wir müssen auch Klar. Das Haus in Ordnung halten. Also das ist natürlich auch an der Tagesordnung. Und wahrscheinlich telefonieren Sie oder videotelefonieren Sie genauso viel wie alle anderen gerade auch. Machen Sie ja in diesem Augenblick genauso. Wissen Sie schon, wie dieses Jahr für Sie weitergeht? Ich meine, das Album kommt ja raus und wahrscheinlich war auch noch mal eine Tour geplant. Wie geht es weiter? Ja, Who I Am, die neue Single, ist gerade rausgekommen. Da gibt es auch einen tollen Remix, der dazu rausgekommen ist. Und neue Musik, die wir rausbringen werden. Das neue Album wird fertiggestellt. Ja, ich freue mich total darauf. Die Fans dürfen gespannt sein über die sozialen Medien. Mache ich da auch Livestreamings, Interviews, Fragen und Antworten. Und habe natürlich hier meine Verbindungen, meine Kontakte über Twitter, Instagram, Facebook. Das heißt, ich werde immer in Verbindung mit euch sein. Und ich freue mich sehr drauf. Und wenn dann irgendeine Art Normalität wieder einsetzt,
sitzt, dann bin ich da bei euch in Deutschland. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und genau, für nächstes Jahr dann die Live-Shows. Dann bedanken wir uns bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Melanie C., wir danken also für das Gespräch. Und wir hören jetzt diese neue Single, Who I Am. Machen Sie es gut, alles Gute für Sie. Yeah, thank you so much. Ganz herzlichen Dank. I was building my armor so I could fit in. To avoid any drama, I would shut my mouth. When I'm being honest, 'cause I wasn't before.